Du weißt nicht, dass dein Kind dasselbe Schicksal leiden wird. Vielleicht sollte das am besten dem Zufall überlassen werden. Bezahlt werden möchte ich aber trotzdem. Nein. Ach, ich habe das Meer gesehen, also war es gar nicht so schlimm. Es tut mir leid, dass es nicht so ausgegangen ist, wie du es dir vorgestellt hast. Dann werde ich mich mal auf den Weg machen. Nehmen wir das Erste. Aufatmen, tief ein. Du hast recht. Ich hätte mich nicht solchen Methoden zuwenden dürfen. Vielleicht gibt es doch einen anderen Weg. Sie macht ein erschöpftes Gesicht und scheint etwas in sich zusammenzusinken. Ich werde den Trank nicht einnehmen. Trotzdem vielen Dank, dass du ihn für mich besorgt hast. Hier, nimm das. Auch den Rest von Rangas Bezahlung kannst du behalten. Und bitte nimm auch das hier. Es gehörte Hethord. Ich hatte es aufbewahrt, aber ich glaube, du wirst damit mehr anfangen können. Schwacher Umfang des Schutzes und 10 Kupfermünzen. Vermutlich kann ich jetzt nur noch beten. Vielleicht werden die Götter gnädig gestimmt. Erfahrung erhalten, Questerfahrung, Dialog und fertig. So, ein schwacher Schutzumhang. Edda, du hast schon alles Mögliche. Duwens könnte dir vielleicht helfen. Jo. Er könnte aber auch Kana helfen, wobei Kana teilweise bessere Stats hat als Duwens. Abgesehen vom Wille. Und ja, Alof. So, die können doch weg. Ja, und das Goldhort Priem packe ich auch mal weg. Und ich tausche diese Schilde aus, dass Edda zur Not einen gescheiten mittleren Schild hat. So. I'm here. Dann gucken wir mal, was passiert, wenn wir jetzt rausgehen. Ob der gute Kolsk uns begrüßen wird. At once. Jo. Halt, meine Dame, einfach ein kurzes Wort. Ein verhüllter Mann in einem grünen Umhang wartet an der Straße auf dich. Als du dich näherst, geht er auf dich zu und auf kurze Entfernung erkennst du die Gesichtszüge eines jüngeren Mannes, die aber von Erschöpfung gezeichnet sind. Er scheint sich beim Gehen auf sein linkes Bein zu stützen und unterhalb des Knies findet sich auf dem Stoff seiner Hose ein dunkler Fleck. Trotzdem begrüßt er dich mit einer höflichen Verbeugung. Er hat also wirklich eine Verletzung davon getragen. Anscheinend hast du der guten Aufreihe einen großen Dienst erwiesen. Der Mann liegt in Richtung des nahen Hauses. Obwohl Angstlocks Kompass ein gefährlicher Ort ist, warst du bereit, dorthin zu gehen, um ihr zu helfen. In diesen dunklen Zeiten braucht Gottheil solchen Mut und unerschrockene Herzen, die bereit sind, das Notwendige zur Rettung dieser Leute zu tun. Er wendet sich ab, um über das Dorf zu schauen. Kann ich dich zu dieser Art von Leuten hinzuzählen? Wer bist du? Nur ein Mann, der dazu entschlossen ist, Goldhar seines früheren Glanz wiederzugeben. Es gab eine Zeit, Fremde, in der Goldhar seinen Namen alle Ehre machte. Der Weizen auf den Hügeln glänzte, Gülden und die Dörfler führten ein gutes Leben. Von goldenen Feldfrüchten weiß ich nichts, aber es gab dort jedenfalls weniger Fliegen. Und was ist jetzt daraus geworden? Was auch immer die Fäule über unser Land gezogen hat, ihre Bewohner sind gewiss nicht daran schuld. Renrik bestraft uns für Verbrechen, die wir nicht begangen haben, und im Gegenzug ist er blind für seine eigenen. Ich bin es nicht, und er wird für seine Taten bezahlen. Das schwöre ich. Ich, Kolsk, bei der Flamme. Wie viele andere Tyrannen hat er sich aus Angst vor Vergeltung mit stärkeren Männern und Frauen umgeben. Der Mann lächelte. Und hiermit bist du also gewarnt. Solltest du trotzdem weitergehen wollen, so frage ich mich, ob wir nicht einander helfen könnten. Was genau soll ich für dich tun? Natürlich, ich bin äußerst hilfsbereit. Das hängt ganz davon ab. Aus reiner Mildtätigkeit helfe ich niemandem. Vielleicht könntest du mit mir kommen. Ja, wir haben noch einen Platz frei. Ich wünsche sehr, dass ich das könnte, aber ich würde dich nur zusätzlich behindern. Bevor er fiel, trieb mir einer von Redricks Speichelleckern einen Dolch ins Bein. Möge er im nächsten Leben nicht halb so viel Glück haben. Er schaut auf seine Wunde hinab. Aber es ist nicht das Bein, das mich schmerzt. Redricks Verteidigungsstellungen haben uns zu viele Männer gekostet. Das ist auch der Grund, weshalb ich dich jetzt um Unterstützung bitte. Was genau soll ich für dich tun? Der Mann nickt und steht noch ein bisschen gerade. Ich muss dich um eine grausame Tat bitten, aber sei sicher, es gibt keinen anderen Weg. Fürst Redrick muss aufgehalten werden. So lange hat Goldhahn unter Redricks Wahnsinn gelitten. Er würde Weitwinds Vermächtnis dadurch ausmerzen, indem er dafür sorgt, dass es im Dorf keine Lebenden mehr gibt, die darunter leiden können.
Ich fürchte um das Leben seiner eigenen Ehefrau Ygritte, denn dieser Mann kennt keine Gnade. Wir sind nicht untätig gewesen, mit der Absicht, Renderics Herrschaft mit eigenen Händen zu beenden, doch beirren meine Leute und ich die Verteidigungsstellungen. Im Schutz der Dunkelheit tragen wir durch die Abwasserkanäle ein, aber wir wurden vernichtend geschlagen. Sein Gesicht verdunkelt sich. Dort unten im Kerker gibt es finstere Kreaturen, das Werk von Renderics Beseelerin. Das obliegt deiner Verantwortung. Renderic hat zusätzliche Verstärkung angefordert und schon bald wird er unaufhaltsam sein. Uns läuft die Zeit davon und in dieser Stunde muss ich überall, wo ich kann, um Hilfe flehen. Wenn das hier vorbei ist, wird er uns mehr schulden als nur ein paar schuttbedeckte Flecken Land. Stürze ihn von den Wellen oder hau ihm den Koffer in den Schutt, das ist mir gleichgültig. Sobald sein Thron leer ist, wird Goldtar die Führung bekommen, die es verdient hat. Ja, wer sieht hier drüben ganz leicht, was Redrick hier getan hat. Und als Paladin kann man da eigentlich gar nicht wegsehen. Eigentlich ist es schon fast unsere Aufgabe, Redrick dafür zur Verantwortung zu ziehen. Also werden wir uns um Redrick kümmern. Dann rühme ich deine Tapferkeit und ich danke für deine Unterstützung. Ohne gebührende Warnung, aber ich würde dich nicht losschicken. Redricks Festung ist voller Soldaten und Söldner, die alle Redrick Gefolgschaft geschworen haben. Mit Eindringlingen werden sie nicht zimperlich umgehen. Ehrlich gesagt werden sie aufgrund unserer gescheiterten Bemühungen jetzt noch wachsamer sein. Ein Frontalangriff wäre ja nicht sehr klug. Wenn du kühl genug bist, könntest du unseren Weg folgen und den Eingang zum Abwasserkanal suchen, der am östlichen Rand des Burggrabens liegt. Er schaut weg. Mehrere meiner Männer wurden dabei aber geschnappt, daher könnte es sein, dass der Eingang gefunden und neu versiegelt wurde. Diese Männer standen unter meinem Befehl. Wenn du ihnen irgendwie helfen könntest, würde ich in deiner Schuld stehen. Suche meinen alten Freund Nedbar auf, sobald du es Ehre geschafft hast. Er ist der hohe Priester von Beraf, nachdem der strahlende Gott gefallen ist. Ein guter Mann in einer schwierigen Lage. Er wird mit sich reden lassen. Durans glucks und erstieg fast an seiner eigenen Verachtung. Strahlender Gott, er leuchtete niemals so hell, wie als er von der Bombe verzehrt wurde. Dieser Spitzname ist also veraltet, denn Asche strahlt nicht. Durans, das ist gar so, als würde dich jemand einen attraktiven Priester heißen. Nedbar kann dir helfen, Redrick zu erreichen, aber er lebt im oberen Teil von Redricks Festung, die von Wächtern und Sendern beschützt wird. Wenn du ihn erreichen willst, ohne die gesamte Festung zu alarmieren, wirst du dich in den Schatten halten müssen. Nun gut, ins Ziel los. Vielen Dank für den Rat, ich werde ihn gut zu verwenden wissen. Ich werde meinen eigenen Weg finden, macht mehr Spaß so. Unnötige Ressourcen zu verschwenden ergibt keinen Sinn, ich werde an deinen Rat denken. Danke für deinen Rat. Ich verstehe es als Segen der Götter, dass ich jemanden gefunden habe, der die Bedeutung von Ehre und Pflicht kennt. Renderings Festung liegt jenseits des Esterwaldes, nicht weit östlich von hier. Möge Magra dir den Sieg bringen, Freund. Ich wünsche dir Glück. Ja, Fürst des Ödlands. I'm here. Gut, bevor wir aber da schlafen gehen. Kann ich das hier eigentlich irgendwie nicht ausblenden? Das ist ein bisschen ärgerlich. Ja, wir haben das Flehen einer Mutter abgeschlossen. Ich brachte den Tag zur Aufruhr und erzählte ihr die Wahrheit über die Mixtur. Sie war verständlicherweise enttäuscht, wusste meine Bemühungen aber trotzdem zu schätzen. Jetzt hat sie nur geringe Hoffnung, dass ihr und ihr Kind einen Zukunft in Goldtal haben werden. Dafür werden wir schon sorgen. Hey, wir sind diplomatisch und ehrlich. Das hat uns sicherlich noch mehr. Ja, plus 5. Und plus 11. Cool. Das ist schon mal gut, dass wir plus 1, plus 3 gekriegt haben. Also wahrscheinlich 0,5 und 1,5 pro Reputationspunkt. Also je öfter wir ehrlich und diplomatisch sind, desto mehr steigert sich das, was ich gut finde. Aber ja, wir haben die Queste Fürst eines Ödlands noch angenommen. Goldtar wird von Fürst Redrick beherrscht, der in der Burg jenseits des Esterwalds lebt. Da der als Weitwitz Vermächtnis bekannte Fluch den Dürrwald fest im Griff hat, griff er zur Ausmerzung der Ursache zu brutalen Maßnahmen. Letztere haben ihm Feinde eingebracht, von denen ihn viele nur
nun zu gern seiner Macht berauben würden. Ich wurde von einem Mann angesprochen, der sich gegen Fitzredericks Grausamkeit aussprach. Er forderte mich auf, mit ihm gemeinsame Sache zu machen und Redericks Herrschaft ein Ende zu setzen. Die Burg liegt östlich des Esterwalds und wird schwer verteidigt. Ins Innere zu gelangen wird eine beträchtliche Herausforderung darstellen. Kolz ist der Ansicht, dass ein Frontalangriff auf die Burg unmöglich sei. Er schlug mir vor, am östlichen Rand des Burggrabens einen Zugang in die Abwasserkanäle zu suchen. Alternativ könnte es mir gelingen, einen Weg in das obere Stockwerk der Burg zu finden, wo sich Kolz Kontaktperson Nettmar aufhält. Ja, wir werden diesmal auf jeden Fall diplomatischer vorgehen. Und jetzt, bevor wir rasten. Ja, wie mache ich das am besten? Tagebuch, Vision. Du hast Vision einer anderen Zeit und eines anderen Ortes gesehen. In einer großen Kammer gingst du auf eine große Maschine zu, von der ein Mann stand. Du wolltest ihn etwas fragen, aber was genau blieb unklar. Ja, ich werde mal kurz die Biografie durchgehen, um ein paar Minuten Zeit zu schinden. Sonst haben wir wieder Folgenüberlappungen, das ist blöd. In einer Welt, in der es viel ungezähmte Wildnis und viele umkämpfte Grenzen gibt, ist jede Art von Kampffähigkeit sehr gefragt. Das Kämpfen ist dein Geschäft und bislang hattest du Glück genug, seine Gefahren zu überleben. Du stammst aus Todesfeuer-Archipel, wo du als Marschall und Friedenshüter gearbeitet hattest. Trotz aller deiner Bemühungen konntest du nicht verhindern, dass Leute verletzt wurden und im Laufe der Zeit erschien dir deine Mission zunehmend aussichtslos. Zurückbleiben und zu versuchen, das Unvermeidbare aufzuhalten, ergab nicht viel Sinn. Gottheil ist letztlich dein erster Aufenthaltsort und du hoffst im Laufe der Zeit weiter in die Stadt zu ziehen. Wer weiß, was das Leben für dich dort im Petto hat. Als du mit einer Karawane nach Gottheil reistest, wurdest du krank. Der Karawanenmeister schickte dich mit einem seiner Gehilfinnen namens Kalisha fort, um nach einer Arznei zu suchen. Als ihr nach der Arznei suchtet, gerietet ihr in einen Hinterhalt und das Karawanenlager wurde von wütenden Einheimischen niedergemacht. Nachdem du sie besiegt hattest, wurdest du fast von einem Wind getötet, der drohte dir die Seele aus dem Körper zu reißen. Du entkamst mit Theodan und Kalisha in eine alte Ruine. Als du aus den Ruinen herauskamst, sahst du ein merkwürdiges Ritual an einer uralten Maschine. Dort gab ein Mann anderen Beteiligten Befehle und irgendetwas an ihm fandest du merkwürdig. Als er ging, begann die Maschine zu rotieren und dabei eine Art Energie zu erzeugen. Dann gab es eine Explosion, die sich wie der Sturm anfühlte, den du zuvor erlebt hattest. Die anderen, die bei dem Mann gewesen waren, wurden dadurch in Asche verwandelt und auch Heodan und Kalisha überlebten dich. Durch die Explosion wurdest du bewusstlos und als du wieder erwachtest, fühltest du dich eigenartig. Du hattest Illusionen, du hörtest Stimmen, du verließ die Ruinen, um zu Fuß nach Golza zu gelangen, wo sich offensichtlich jemand finden würde, der dich heilen könnte. Als du in Goldtal ankamst, fandest du das Dorf nicht als die wachsende und florierende Siedlung vor, als sie es dir beschrieben worden war. Stattdessen fandest du ein sterbendes Dorf vor, das der Gnade eines Phänomens, das Weidwitz Vermächtnis ausgeliefert war. Und ein örtlicher Magistrat hieß sich kühl willkommen. Deine Aussichten, dich in Goldtal niederzulassen, waren eh bereits ziemlich düster, aber als das Glockengeläut von Redrichs Festung das schlimme Schicksal des neugeborenen Kindes ihres Herrn verkündete, schienen sie ganz zerschmettert zu werden. Dem Magistrat riet ihr, dich in der Schenke auszuholen. Du hast einem Idiotzauberer namens Alof aus einer Auseinandersetzung mit den Einheimischen von Goldtal. Er war verständlicherweise froh darüber, einen Gefährten für die Reise gefunden zu haben. Als du zu schlafen versuchtest, warst du ruhelos, dein Kopf war voller Geflüster und du hattest einen heftigen Albtraum. Du sahst eine alte Zwergenfrau von einem Baum im Zentrum Goldtal baumen. Sie sagte ein einzelnes Wort zu dir, Wächter. Als du dich der gehängten Zwergenfrau aus deinen Träumen... Du nährtest dich der gehängten Zwergenfrau aus deinen Träumen und fandest heraus, dass du irgendwie mit ihr kommunizieren konntest. Du erfuhrst, dass du ein Wächter bist, was vermutlich durch dein Aufeinandertreffen mit dem Tod in den Ruinen ausgelöst wurde. Und dass dies... die eine Art von jenseitiger Sicht gegeben hat, obwohl dir die Zwerge nur wenige Einzelheiten erzählen kann. Sie riet hier, dich mit dem alten Wächter namens Meerwald zu unterhalten, der in der Gegend ein Burgherr sei und dir eventuell helfen könnte. In Goldtal trafst du auf einen hiesigen Bauern namens Edda, einen Anhänger von Eotas. Da
Der Glaube seiner Familie und die Rolle seines Bruders im Krieg des Heiligen hatten ihm das Misstrauen der örtlichen Behörden eingebracht, weshalb er beschloss, das Dorf gemeinsam zu verlassen. Der Magistrat bestätigte dir, dass dir die Niederlassung in Goltha verwehrt bleiben würde und dass man dir nicht mal einen längeren Aufenthalt gestatten würde. Du hast den langen Weg umsonst zurückgelegt. Auf der Straße durch Mangans Gabelung trafst du auf einen wild reinblickenden Priester, der sich selbst Durens nannte. Er erkannte dich umgehend als Wächterin und schien davon überzeugt zu sein, dass euch das gemeinsame Reisen und gegenseitige Unterweisen vorher bestimmt war. Als du Ketnur erreichtest, trafst du einen Rautai-Gelehrten namens Kanarua. In der Hoffnung, einen uralten und heiligen Text zu finden, der unterhalb der Burg begraben war, vereintet ihr eure Kräfte. Gut, damit habe ich jetzt mal ein bisschen was herausgezögert, weil ich wollte jetzt kurz mit Durins palavern.